Es wird das Jahr der finnischen Literatur. Das Land der tausend Seen ist im Herbst Gastland auf der Frankfurter Buchmesse. Was haben die finnischen Autoren eigentlich im Blick? Juhani Sepovaara ist Schriftsteller. Der Finne lebt in Berlin. Eigentlich war er mal Finanzexperte, bis er sein Hobby zum Beruf machte und schrieb. Zum Beispiel über das Leben im Ostteil der deutschen Hauptstadt. Damals, zu DDR-Zeiten. Maisemassa heijastuu lapsuuteni runollinen Helsinki. Pitsiverhojen tuolla puolen on niukasti valaistuja katuja, hellyttäviä itäautoja, hiilikasoja, värikkäiden neokylttien kaunokirjoitusta ja täntiikkunoinen runsautta. Kreppipaperin neilikoin somistettuja makkaroita ja kaalinpäitä, pesuainepakettien rivistöjä ja säilykepurkkipyramideja. Die Hauptstadt der DDR. Wenige Jahre vor dem Mauerfall war Juhani Sepovaara erstmals zu Besuch. Ihn faszinierte der Stadtteil Prenzlauer Berg, damals Wohnort für viele Künstler und Unangepasste. Ich habe ein Buch über meine Erfahrungen in Ostberlin gemacht, in den 80er Jahren in Prenzlauer Berg. Und dann habe ich auch Fotos gemacht damals, zum Glück. Unter dem Himmel Ostberlins ist sein erstes Buch, das auch ins Deutsche übersetzt wurde. Halb fiktiv, halb dokumentarisch. In Finnland erhält er dafür den Buchkunstpreis. Es gibt so kleine Augenblicke und es geht um Menschen, also die ich zufällig getroffen habe. Und also das ist kein so politisches Buch, sondern so ganz fiktiv. Der Schauplatz von damals, heute sein Zuhause. Der Finne lebt seit 5 Jahren im Prenzlauer Berg. In seiner Wohnung bewahrt er vieles aus der vergangenen Zeit. Das Sammeln, eine Leidenschaft wie das Schreiben und Fotografieren. Mehr als 20 Bücher hat er bisher veröffentlicht. Die meisten auf Finnisch. Über Design und ländliche Kultur, die vom Verschwinden bedroht ist. Gerade schreibt er seine Autobiografie. Sie erscheint im Frühjahr auf Finnisch und auf Deutsch. Am Anfang, meine Bücher waren so dokumentarisch und das Hauptthema war solche volkstümliche Baukultur in Finnland. Ich bin viel in Finnland gereist wegen dieser Themen. Juhani Sepovaara ist im Helsinki der 50er Jahre aufgewachsen, unbeschwert, umgeben von Natur und Wasser. Nach einem Wirtschaftsstudium arbeitet er bei der finnischen Staatsbank, ein Vierteljahrhundert lang. Dann hängt er seinen Job an den Nagel und lebt seine Träume. Popomyyntilappusen osuminen silmin oli sattuma. Vai ovatko loppujen lopuksi sattumat sattumia? Ich erzähle Sachen durch Leute, also die solche ganz subjektive Erfahrungen. Das ist eigentlich mein Stil. Sein Moped-Reisebuch erscheint demnächst erstmals in deutscher Übersetzung. Eine Entdeckung, denn nicht viele finnische Autoren sind außerhalb ihrer Heimat erfolgreich. Dabei ist Finnland ein Literaturland. Auf der Frankfurter Buchmesse soll das endlich auch ein breiteres Publikum erfahren. Finnen lesen viel und das ist immer so gewesen. Also es gibt so lange Traditionen und deswegen schreibt man auch viel. Besonders die, die Krimis geschrieben haben, sind ganz bekannt und beliebt in Deutschland. Aber ich hoffe, dass auch dann andere Formen von Literatur in Frankfurt präsentiert werden. Auch er wird in Frankfurt einer der Gastautoren sein. Mittlerweile sieht sich Juhani Sepovaara als Grenzgänger, denn seine Heimat ist inzwischen Berlin. Es geht um Lebensgefühl, das ist etwas Besonderes, was man in Berlin findet. Es gibt Leute von überall und nirgendwo anders ist es so einfach, mit Leuten zu reden. Und nicht nur Smalltalk, sondern über alles Mögliche. Denn genau das ist der Stoff, den er braucht, um daraus Geschichten zu schreiben.